Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Hofbergmannsu. Zack, zack. Hinterheften. Dass alles so passt, wie es passen soll. Sollte jetzt so passen. Sieht super aus. So, also noch rumdrehen. Die neue Spur einstellen hier. Und Attacke. Da werde ich mir wohl schon mal eine Ballenpresse mieten. Verkaufen kann ich noch eine, leistungstechnisch. So geldtechnisch, einfach mal so. So, da müssen wir noch einmal zurück und dann haben wir es geschafft. Aber schon machen wir das bis rüber. Dann der Kalken und Blumen, damit es schon auch schön wächst und gedeiht. Und ich mir dann hier, ach sag schon, dass die Lageballen pressen kann.
jetzt los, es ist schon dunkel. Aber guck über die Kurve nicht ganz. Das ist ein Schuss in die Hose. Wenn wir so weiterfahren müssen. Warum ist die Teil nicht gelenkt? Zwei Bahnen, dann haben wir schon die nächste Spur wechseln. Erstmal dann ja wieder Endspurt angehen. Einen Wagen habe ich ja. Und da geht es in letzter Runde mehr Runde los. Okay, der geht jetzt los. Das reicht es nicht aber. Oh, der Tag wird doch, aber doch anstrengender, habe ich gedacht. Das soll aber vorkommen. Bahn haben wir noch. Aber wir haben noch viel Zeit. Wenn wir gerade mal Halbzeit bei Aufhöhe etwa. Wenn der Tachometer so stimmt bei mir auf dem Steam Deck. Ich kriege es gar nicht so lange gemacht, ich ziehe mir jetzt extrem die Krisen zu. Eine Frühschicht gewohnt, kann ohne sein, hat schon letzte Woche eine Frühschicht.
Das ist sonderbar. Oder ich wäre alt. Ich würde mir erklären, ich wäre also alt. Ich habe fast geschafft, wenn ich richtig sehe, drei Bahnen. Vielleicht nur noch zwei. Und ab zum Hof. Oder ich fahre zum Händler, hol direkt das Mähwerk ab und mieten gleich die Ballenpresse. Ich spare mir nämlich einen Weg. Das klingt nach einem Plan. Und ich finde, das klingt sogar nach einem guten Plan. Mal zum Händler. Wir brauchen eine Biberballenpresse. Nehmen wir natürlich eine Rundballenpresse mit Vorpresscover. Die lassen wir so Standard, weil alles extra kostet Geld. Ja, 4K. So. Land der Schnickfuchshausen. Was wie Schnitzelbäcker. Esse. Let's go. Falsches hast du. Dann kann ich schon jede Ballengröße ändern bei der. Ich guck noch mal kurz rein. Ne, die hat 100. 25er.
So, gehen wir schon mal los. So. Komm schon, ich brauche es mal. Flugmodus muss ich ändern auf automatisch. Wollte ich doch nicht. Schleppe ich das Ding ewig mit mir rum. Was ist denn, findest du mich schon der, kriegen wir diese Rundballen-Extension. Dass die Klasse anhält, wenn sie voll ist. Ist irgendwo in der Ballen? Bleibe liegen. Das Rad ist hier im Guten. So. Ja, ich sehe gerade nichts. Das muss ich dann dringend deaktivieren, ich vergesse das nur bis zur nächsten Folge. Okay. Geblieben. So, da kam das Signal, dass wir schon wieder am Folgenende sind. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, fuck, euer Yasuo.